Das Coronavirus breitet sich weiter aus. In Deutschland sind inzwischen 4 Infizierte bestätigt. Sie werden in einer Münchner Klinik behandelt. Sie arbeiten alle beim Autozulieferer Webasto, der nun rund 80 Kollegen auf das Coronavirus testen lässt. Einen weiteren Verdachtsfall gab es heute an Bord einer Lufthansa-Maschine von Frankfurt nach Nanjing. Die größte deutsche Fluggesellschaft reagierte prompt und teilte mit, ab sofort werden alle Flüge von und nach China bis zum 9. Februar gestrichen. Xiao Pingfu war zum chinesischen Neujahrsfest in Wuhan. Jetzt ist sie wieder da, fühlt sich kerngesund. Ihr Mann von Beruf Virologe sagt, seine Frau bleibe trotzdem vorerst zu Hause. Sie spricht nur mit ihrem Arbeitgeber, dass sie eventuell doch 14 Tage Homeoffice machen muss, damit auch die Kollegen nicht beunruhigt werden. Eine Vorsichtsmaßnahme, denn zwischen Ansteckung und Ausbrechen des Coronavirus können bis zu 14 Tage vergehen. Bedeutet, auch Menschen ohne jegliche Symptome können das Virus bereits in sich haben und womöglich weitertragen. Das kann beim Husten oder Sprechen passieren. Dabei können winzige Speicheltröpfchen von einem Menschen zum anderen gelangen. 1 bis 2 Meter Nähe zu einer infizierten Person reichen dafür aus. Atmet der Mensch die Viren ein, greifen diese Bronchien und Lunge an. Das Krankheitsbild des Coronavirus ähnelt einer Lungenentzündung. Man fühlt sich schlapp, man hat gelegentlich Husten, man hat Thorax- oder Brustschmerzen und gegebenenfalls auch Fieber. Und hat eigentlich ein schweres Krankheitsgefühl. Wer sich infiziert hat, kann zumindest bei leichten Symptomen schon nach einer Woche wieder fit sein. Bei den Todesfällen in China handelt es sich meist um ältere Patienten mit schweren Vorerkrankungen. Die ganze Welt muss etwas unternehmen und bereit sein für Fälle, die kommen könnten. Wir als Weltgesundheitsorganisation glauben, dass die Übertragungswege immer noch unterbrochen werden können. Bei einer neuen Krisensitzung der Weltgesundheitsorganisation soll nun darüber beraten werden, ob es sich bei dem Coronavirus um einen internationalen Gesundheitsnotfall handelt.